Der Ausbruch des Ätna war sogar auf der über 1000 Kilometer entfernten Zugspitze messbar. Bereits 2 Tage nach der Eruption am 22. Februar konnten Forscher Schwefeldioxid und Aschepartikel auf dem Berg feststellen. In der letzten Februarwoche wurden dort mehr als 20 Mal so viele Schwefeldioxidteilchen als üblich in der Atmosphäre gemessen. Auch die Aschepartikel in der Luft nahmen stark zu. Ein Zusammenhang zwischen den Werten und den Ausbrüchen des Ätna war klar erkennbar. Die Emissionen des Vulkans hatten eine Höhe von bis zu 12 Kilometer erreicht, ungewöhnlich hoch für den Ätna. Sie zogen anschließend über das Mittelmeer und erreichten sogar die über 1000 Kilometer entfernte Zugspitze.